stehen hier in Dresden auf der Prager Straße und verteilen CS-Gas an Frauen. Die Aktion hat leider einen sehr ernsten Hintergrund. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der sexuellen Übergriffe hier in Dresden um über 25% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In Sachsen sind es insgesamt immerhin noch 7%. Auffällig ist dabei der überproportionale Anteil von ausländischen Tatverdächtigen. Wir als NPD fordern daher mehr Polizeipräsenz auf den Straßen, vor allen Dingen in den Großstädten. Wir fordern einen Stopp des Polizeiabbaus und wir fordern vor allen Dingen eine sofortige Abschiebung von straffällig gewordenen Ausländern. Denn wer sich hier in unserem Land nicht benehmen kann, der muss nach Hause gehen, der hat sein Gastrecht verwirkt. Die Resonanz auf unsere Aktion war überraschend gut. Viele Frauen, vor allem ältere Frauen, haben das Spray sehr gerne entgegengenommen. Gerade den Frauen ist ja bewusst, dass die Sicherheitslage in Dresden, ich will nicht sagen eskaliert ist, aber doch etwas bedenklich geworden ist und dass die Behörden dem machtlos bzw. ratlos gegenüberstehen. Und die waren sehr froh, dass wir ihnen mit diesem kleinen Spray eine Hilfe an der Hand geben konnten, mit der sie sich im Ernstfall verteidigen können bzw. schützen können. Und ja, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht über die Resonanz der Frauen.